Danke, meine Ausrüstung ist sicher. Keine Ahnung, wie lange wir hier draußen noch durchhalten.
Sequenz, Deputy. Ich habe deine Freunde hier in Forge End versammelt, um für deine Sünden zu büßen. Du darfst dich uns gerne anschließen. Ich bin auch nur deinetwegen hier. Das ist deine letzte Chance. Ja zu sagen, Deputy. Lass dir nicht zu viel Zeit. Halt still. Ich möchte Jezorn schreiben, nicht Korn. Die Sünde. Die Sünde muss bekannt sein, um vergeben zu werden. Denn verbergen wir unsere Sünde, verbergen wir uns selbst. Du wirst dich nicht länger verbergen. Dein wahres Ich ergießt sich über den Boden, damit alle es sehen. Perfekt. Wenn der zum Berg kommt, bringen wir den Berg zum Propheten. Fangen wir an! Ich dachte, ein bekanntes Gesicht machte die Entsühnung leichter. Liebe Gläubige, wir sind versammelt, um zu bezeugen. Du elendes Schwein! Versuchen wir es nochmal. Hier versammelt, um zu bezeugen. Liebe Gläubige, wir sind hier versammelt, um zu bezeugen. Wie die Willigen tun. Wie die Willigen Buße für ihre Sünden tun. Legst du, Nick Ryder, auf das Wort von Joseph. Legst du, Nick Ryder. Ach, fick dich! Ich unterwerf mich niemals diesem Psychopathen. Und da ist sie. Gier. Du denkst immer nur an dich selbst. Nick. Ja. Ja, ich tue Buße. Ja.
die Macht, die deine Sünden abnimmt. Die Macht, die dich befreit. Leg, Deputy, deine Hand auf das Wort von Joseph. Legst du, Deputy, deine Hand auf den Joseph? Bekennst deine Sünden und gibst deine Verfehlung zu. Bekennst deine Sünden und gibst deine Verfehlung zu. Sag ja. Es ist nur ein Wort. Dennis, komm! Los, wir müssen ihm hinterher! Los, ran an das Geschütz! Ich fahr uns zur Ranch! Los, Deputy! Ich kann fliegen, wenn nötig. Sag Bescheid.
Hast du mal einen Moment darüber nachgedacht? Alle verfickt. Aber das stimmt nicht. Sieh dich doch um. Die Welt steht am Abgrund. Du spürst es in deinen Knochen. Siehst du die Schlagzeilen? Siehst du, wer an der Macht ist? Du willst den Schlüssel, weil du glaubst, du würdest Menschen retten, aber die sind schon in Sicherheit. Wir haben einen Plan. Du verstehst nicht. Du glaubst nicht. Es ist dir egal! Möge Gott deiner Seele gnädig sein. Deputy, ich weiß nicht, was ich sagen soll. John Seed hat dieses Tal so lange terrorisiert. Ich hätte nie gedacht, dass das mal enden würde. Aber noch kannst du dir nicht selbst auf die Schulter klopfen. Und alle anderen, die in Johns Bunker gefangen sind, müssen gerettet werden. Ich trommle alle zusammen, die ich kriegen kann, und treffe dich dann dort. Aber du musst sofort los. Niemand weiß, was ihnen Eden's Gate nach all dem antun wird. Bunkerzugang gewährt. Abregelung ausgeschaltet. Schließen wird alles jenseits der Mauern nur noch Ödnis sein. Die schwelenden Ruinen einer Nation voller Grausamkeit, Heuchelei und Gottlosigkeit. Wir können für den Glauben!
Möglichkeiten vor uns nicht geschenkt wurden, sondern die wir verdient haben. Rocky? Du? Oh Gott! Oh Gott! Hätte nicht gedacht, dass du tust. Irgendwas. Irgendwas ist hier passiert. All die verfickten Peggys sind hier rumgerannt. Alle Türen fingen an zu schließen, uns alle einzusperren. Ich dachte, ich würde hier nie wieder rauskommen. Und das alles wegen ihm. Ihm. Dieses verdammte, verfickte Stück Scheiße. Er kam hier runter. Und dann stand er einfach nur da und sah zu. Wir winselten um Gnade. Und dieser Ficker guckt nur. Die anderen. Okay, da waren noch andere mit mir hier. Wir raus. Und dann fackeln wir das ganze verdammte Ding hier ab. Hilf mir. Oder geh mir aus dem Weg. Komm schon, wir müssen zum Kontrollraum. Nur so können wir die Räume aufsperren und die anderen befreien. Okay, geh runter und hol die Gefangenen raus. Ich kümmere mich um die an. Die Notausgänge wurden entriegelt. Es gab eine Zeit, da habe ich im Dienst nur Falschparker und Jagdverstöße auf. Scheiße! Eine der Sektionen ist mit einem anderen Kontrollraum verbunden. Ich kann sie von hier aus nicht entzünden, diesen Kontrollraum. Warte, der Kontrollraum ist verriegelt. Eine Rakete geladen. Startsequenz wird abgebrochen. Okay, halt die Augen offen. Ich habe dir eine Plattform vom Raketenabschuss-Silo herabgelassen. Darüber solltest du in den Du siehst einen Haufen Konsolen. Mach sie kaputt! Scheiße, Peggys! Thank you.
Gefahr. Na bitte, vor. Diese Dinger wurden schon ewig nicht benutzt. Wenn also was klemmt, schieß einfach auf die Halterung. Bitte gehen Sie ruhig und geordnet zum nächsten Ausgang. Verdammt, man kann nicht gleichzeitig öffnen. Ich muss Sektion für Sektion machen. System. Keine schlechte Idee, Rookie. Klettere weiter. Wenn du fast ganz oben bist, kommst du zu einem Raum, in dem die Sekte ihre Bliss und Benzintanks lagert. Simple Systemfehler. Bitte eine geordnete Evakuierung durch. Gefahr. Notfall. Warnung. Bitte eine geordnete Evakuierung durch. Genau, schieß auf die Benzintanks. Elektrisches System ab. Bitte eine geordnete Evakuierung durch. Deputy, der Widerstand kommt.
fallen. Gott verdammt! Sowas habe ich hier ja noch nie erlebt. Wir haben dich nicht grundlos gerettet. Hey. Du hast uns was zurückgegeben, das wir schon verloren glaubten. Hoffnung. Egal was passiert, wir stehen hinter dir. Hey. Das war höllisch gute Arbeit, Rookie. Das hast du jetzt hier das Sagen. Und wenn du irgendwas brauchst, sag Bescheid. Ein Siegel ward geöffnet. Mein Bruder John wurde von wenigen geliebt. Von vielen gefürchtet. Missverstanden von allen. Außer mir. John wurde nicht als Monster geboren. Er war noch ein Kind, als unsere Familie auseinanderbrach. Er war liebevoll. Gütig, voller Freude. Und somit ein leichtes Opfer. John war nicht perfekt. Und nicht immer gut. Aber er war mein Bruder. Und die Verantwortlichen für seinen Tod werden bestraft. Das verspreche ich euch. Du hast der Sekte einen gehörigen Dämpfer verpasst. Einen riesigen Dämpfer. Du hast sie regelrecht kastriert. Jetzt ein. Das sollte dem Widerstand das Leben leichter machen. Weiter so. Prepping ist albern. Eine kleine Info. In den Läden gibt es neue Ausrüstung. Vielleicht ist etwas für die... Die Leute müssen Waffen mit dem Respekt behandeln, den sie verdienen. Endlich.